ich war kein Sportler. Ich habe aber schon ganz früh Regatten gesegelt. In welchem Alter ging das los? Das ging sicher im Alter von 12 Jahren los. Oh. Und ich habe an einem ganz bestimmten Punkt in meinem Leben entscheiden müssen, ob ich als Vorschotter mit auf die Olympiade gehe im Starboot oder nach Amerika und dort Wissenschaft mache. Und dann habe ich mich schwer entschieden, nach Amerika zu gehen. Und das war wahrscheinlich eine berufsentscheidende Stunde. Vielleicht ist mein Leben sozusagen irrtümlich durch meinen Vater gesteuert worden, denn er schickte mich, weil er wollte, dass ich dann Psychiater werde, schickte er mich zu dem berühmten Jung und meinte wahrscheinlich C.G. Jung. Ich landete aber bei Richard Jung in Freiburg. Ja. Können Sie sich an die erste Begegnung mit Jung erinnern? Ganz lebhaft kann ich mich erinnern. Der Jung war ein kleiner Mann mit 65 cm sowas, so ja. ungefähr. Und hager? Hager, wenig Haare, sehr scharf geschnittenes Gesicht, die schönsten Männerhände, die zartesten, die ich je gesehen habe. Großer Kunstsammler. Und der saß hinter einem Tisch, der so hoch mit Papierhaufen beschichtet war, dass man in einer schmalen Schlucht zwischen den Büchern sah man diesen kleinen Kopf über den Tisch gucken. Haben Sie Drehstühle selbst auch gebaut dort? Also Jung hatte Tönnies in Buch getroffen. Jung war in Buch bei Kornmüller und war dort als er der Psychophysik begegnet und hatte dort sein Interesse für das EEG entwickelt. Damals baute Tönnies die ersten brauchbaren EEG-Verstärker, ja. ging dann nach Amerika. Und das, auch die amerikanischen EEG-Verstärker bei Grass haben etwas mit diesem Tönnies zu tun. Können wir dann ein Jahr vielleicht dazu bekommen? Buch? Oh Gott. Wann Buch war vor dem Krieg. Vor dem Krieg. War vor dem Krieg. Und dieser Tönnies hatte jetzt inzwischen in Freiburg eine kleine Firma. Und kam aber zu uns ins Haus und baute die Verstärker sozusagen nach Bedarf. Und interessierte sich aber eben sehr stark auch für die wissenschaftlichen Inhalte. Das heißt, er saß im Labor, schaute zu, wie man das da machte und regte an, wie man den Apparat gestalten müsste. Das ging sozusagen im Dialog. Aber ja. Tönnies war ein der Physiologie Kundiger. Ja. Und insofern war das sehr schön. Hatte eine eigene Firma. Die auch noch ziemlich groß geworden ist. Mhm. Und weil er eben immer mit Jung gearbeitet hatte, hatte er Drehstühle zur Stimulation des vestibulären Systems entwickelt. Und wir haben dann im Dialog mit Tönnies die Sache noch etwas weitergeführt und haben da eine Trommel drumherum gebaut, die es erlaubte, den Sehreiz, den visuellen Stimulus mit Streifen, vertikalen Streifen, diesen visuellen Stimulus kontrolliert zu applizieren. Es war ein ganz ungewöhnliches Umfeld, ich schildere das mal. Jung kannte ja die ganze klassische sinnesphysiologische Literatur, er kannte Ernst Mach sehr gut, er kannte von Gries, er kannte Tschermak und so, all diese Autoren, Purkinje. Und anlässlich irgendeiner Beobachtung hatte er mich auf das Aubert-Fleischl-Phänomen hingewiesen. Das ist folgendes, dass wenn man ein bewegtes Streifenmuster verfolgt, und dann seinen Finger vor sich hinhält, scheint das bewegte Streifenmuster sehr viel schneller bewegt. Und zwar, wie wir dann später gemessen haben, 1,7 Mal schneller. Und er wunderte sich darüber, wie das wohl gehen könnte. Und das teilte er mir mit und das übernahm ich und fing dann da an, Versuche zu machen und kam in die Psychophysik hinein, was mit Neurologie gar nichts zu tun hat. Aber es charakterisiert diesen Neurologen, der alles immer von der physiologischen Seite anschaute. Er war also ein leidenschaftlicher Sammler.
ein wirklich leidenschaftlicher Sammler, hatte das schon als Student angefangen und ging ständig auf Auktionen. Und eigentlich bekamen wir für diese Privatambulanztätigkeit manchmal einen Scheck von 125 D-Mark. Aber wenn er auf eine Auktion gegangen war und dann fürchterlich pleite war, dann bekamen wir den nicht mehr. Und er erklärte uns, er hätte jetzt so viel Kunst gekauft, er könnte leider uns das nicht mehr geben. Was ihn nicht daran hinderte, mir immer wieder Grafik zu schenken. Also ich habe das um ein Mehrfaches zurückbekommen, aber das war so stark in ihm. Andererseits konnte er einmal nicht zu einer Auktion gehen und ich war beim Militär in München und dann hat er gesagt, ach, Herr Dichganz, gehen Sie doch für mich auf die Auktion. Hier haben Sie den Katalog zu Weinmüller, hier haben Sie den Katalog und steigern da. Ich habe alles angestrichen, was mich interessiert und ich vertraue Ihnen, Sie werden schon richtig machen. Ich war noch nie auf einer Auktion gewesen, hatte aber schon relativ viel Kunst gesehen. Jedenfalls bin ich dahin gefahren und habe für sage und schreibe 20.000 D-Mark Kunst ersteigert und dem Jungen sozusagen abgeliefert und er war hochzufrieden. Und seitdem hat sie es nicht Und losgelassen, ne? auf die Weise hat er mich dann da reingezogen in die Sammlerei Ja. und ich habe dann auch eine ganze Menge gesammelt. Herr Jung verlor einen Oberarzt, der sich verselbstständigte und wegging. Und rief mich zu sich und sagte, Herr Dichganz, ich brauche einen neuen Oberarzt, Sie können das machen, aber Sie müssen sich dazu habilitieren. Und zwar schnell, hat er gesagt. Und dann habe ich ihm drei Themen vorgeschlagen, die alle klinisch waren. Und habe mich dann innerhalb von wenigen Monaten habilitiert, was ich selber als eine karrierenotwendige Farce begriffen habe, denn weder Jung noch sonst irgendjemand hat, glaube ich, diese Habilitationsschrift je gelesen. Es war aber damals so, dass gerade die Arbeiten zum Beispiel von Klaus-Peter Hoffmann auf den Markt kamen über den Nucleus of the Optic Tract, den Ja. sogenannten NOT und alles, was wir dazu gedacht und geprüft haben, sprach dafür, dass das die Station sein könnte, über die anatomischen Verbindungen sind gesichert, über die visuelle Information in das vestibuläre System gerät. Und das Lustige war eben, dass sich viele Dinge, die man so im Alltag erlebt, plötzlich klärten. Also, Sie schauen auf den Mond. Und die Wolken ziehen. Dann haben Sie das Gefühl, der Mond jagt durch die Wolken. Und wenn Sie genau zugucken und Sie stellen sich auf ein Bein, dann haben Sie das Gefühl, Sie, oder dann fallen Sie, getrieben durch die bewegten Wolken. Das heißt, der Kortex nimmt das Unbewegte bewegt und das Bewegte unbewegt wahr, genauso wie in der Situation der Trommel, wo Sie das Gefühl haben, die Trommel steht und der Stuhl bewegt sich im Zentrum. Und daraus kann man ein Modell entwickeln, wie, und das muss wahrscheinlich im Parietalkortex geschehen, die Bewegungs- und Stationaritätsinformationen bewertet werden, nicht nur aufgrund der visuellen Reize, sondern auch aufgrund eines holistischen vestibulären Signals. Wolfgang Precht war ein enger Freund von mir, der Hassler in Freiburg schon begegnet war. Hat er auch in Freiburg studiert? Er hat in Freiburg studiert, wir waren beide dort zusammen. Und vermutlich hat Precht seine Doktorarbeit bei Hassler in Freiburg gemacht und wurde dann mit nach Frankfurt genommen. Habe mich dann da nach Amerika begeben, habe zunächst mal mit Bizi Physiologie gemacht und eine ganz wichtige Frage, die wir bearbeitet haben, war, wie macht es das Nervensystem
wenn die, die Auge und Kopf zu koordinieren, wenn der Vestibularis beider Seiten ausfällt. Ja. Man wusste aus der Klinik, dass Patienten, die ein beidseitiges Akustikusneurinom haben, große Schwierigkeiten haben, sich visuell zu orientieren und gerade zu gehen. Das Letztere war klar. Man wusste das aber auch, dass die sich weitgehend adaptieren. Aber womit und wie sie sich adaptieren und wie das sozusagen, auch die Phänomenologie war nicht wirklich klar. Und habe dann mit Bizzi mehrere Studien zur Okulomotorik gemacht, aber die wesentliche war, die Frage zu beantworten, wie Auge- und Kopfbewegung koordiniert werden in Abwesenheit des vestibulären Systems. Und das ist eine bis heute, glaube ich, bekannte Arbeit, in der Science publiziert? Nein, die ist nicht in Science, die ist in Experimental Brain Research publiziert, was damals ein viel besseres Standing hatte als heute. Und es sind mehrere Arbeiten. Und das Ergebnis zeigt, dass das Nervensystem es fertigbringt, stellvertretend den Reflex, der von den Dehnungsrezeptoren der Nackenmuskulatur zu den Augenmuskelkernen geht, zu potenzieren und außerdem Sakkaden umzuprogrammieren. Diese Zeit in Amerika war deswegen auch besonders interessant, weil ich nicht nur mit Emilio Bizzi diese Affenuntersuchungen machen konnte, sondern auch dieses psychophysische Interesse an Bewegungswahrnehmung verfolgen konnte, indem ich mit Richard Held, also Dick Held, zusammengearbeitet habe. Der war nämlich ein Frühaufsteher und war morgens um 7 da, ich auch, während Emilio Bizzi erst um 11 kam. Und dann hatten wir schon ein Tagwerk getan. Und mit ihm zusammen habe ich eine Illusion bearbeitet, die auch eine praktische Bedeutung hat. Und zwar, wenn Sie eine Vertikale anschauen und Sie drehen das visuelle Feld um die Sehachse, dann vertrimmen Sie die Lage der Vertikale. Nicht nur der wahrgenommenen Vertikale, sondern auch der aufrechten des Körpers. Und dieses Phänomen haben wir eingehender studiert und haben dann auch mit Hilfe eines Flugsimulators bei Larry Young im Institut of Aero und Astronautics am MIT, haben wir diese Versuche bezüglich der Orientierung einer Pilotenkanzel und so weiter, das haben wir alles untersucht und auch in Science publizieren können. Eine der interessantesten Erfahrungen, die ich in diesem Gebiet gemacht habe, war, dass wir auf Kosten der Army nach North Carolina gefahren wurden, wo die sogenannte Dual Maneuvering Sphere war. Das waren zwei Kugeln, jeweils 12 Meter Durchmesser, in deren Zentrum eine Pilotenkanzel war. Und auf der Innenoberfläche der Kugel wurde projiziert die angestrebte Eigenbewegung des Piloten, der in einer starren Kanzel saß. Also wenn der eine Rechtskurve flog, dann drehte sich die Welt links. Ja? Außerdem wurde in diese Kugel projiziert die Position des Flugzeugs, was in der anderen Kugel gesteuert wurde. Und das war natürlich eine ideale Möglichkeit, um nicht in einer Kugel, nicht in einer Trommel, wie wir es untersucht hatten, sondern in einer Kugel diese ganzen Geschichten zu messen. Und das haben wir dann da gemacht. Die kreuzgekoppelte Beschleunigung ist die Ursache der Sehkrankheit bzw. der Bewegungskrankheit der Piloten und auch der Raumfahrer. Und so sind wir geraten in das Studium der Ursachen der Bewegungskrankheit.
Und das war nun wiederum für die Weltraumbehörde interessant. Und so sind wir zu einem Experiment im ersten Space Lab, deutschen Space Lab, gekommen. Und ich war also beim Start dabei der Rakete und bei der Rückkunft waren wir da. Und wir haben während der Experimente in Houston haben wir diese ganze Sache verfolgt und die schreckliche Übelkeit von Herrn Meerbold, Ulf Meerbold und so weiter. Also es war so ein Voranschreiten in immer neue interessante Sphären. Wir waren sozusagen im Gegensatz zu der anderen großen Schule der Neurologie, nämlich der Hamburger Schule von Pette und Nonne, oder Nonne und Pette, die eine Neurologie repräsentierte, die sehr stark von der inneren Medizin herkam und sehr genau nicht nur die Symptome, sondern auch die Körpersäfte, die Immunologie und so weiter Biochemische untersuchte. Parameter. Und wir nannten sie die Nassen. Im Gegensatz zu diesen waren wir die Trockenen, das heißt die, die das Verhalten beobachteten, die die Neurophysiologie pflegten und eine völlig andere Art des Denkens hatten. Man schaute auf uns so mit einer gewissen Reserve. Wir waren ein Institut für die Leute, während sie von sich selber als Klinik sprachen. Und da war auch was dran. Ich glaube, dass wir sozusagen in dem, was wir klinisch entwickelt haben, vorwiegend von Beobachtungen gelebt haben, die wir an Patienten gemacht haben. Ein berühmter Strafrechtsprofessor, nee, bürgerlicher Rechtsprofessor, der seit dem Kriege wegen einer vermeintlichen Hirnverletzung Schmerzmittel nahm. Im Rahmen der Untersuchung bei uns stellte sich heraus, dass er einen Streifschuss gehabt hatte, der eine kleine Knochenrinne hier hinterließ und am Hirn war gar nichts nach Abbildungstechniken. Und er hatte 8 Schmerztabletten täglich genommen. Gelonida Antineuralgika. Nicht nur das, er hatte Schlafmittel genommen, Benzodiazepine wegen schrecklicher Schlafstörungen und er hatte geraucht. Er war wegen eines Schlaganfalls in die innere Medizin gekommen und er kam zu mir mit seiner Frau und ich sagte, wissen Sie, wenn Sie nicht mehr rauchen, werden Sie keinen weiteren Schlaganfall bekommen. Und wenn Sie nicht mehr Schlafmittel nehmen, werden Sie keine Schlafstörungen haben. Und wenn Sie nicht mehr Schmerzmittel nehmen, werden Sie wahrscheinlich auch keine Kopfschmerzen mehr haben. Woraufhin er sagte, ich war damals ganz jung, sagte, junger Mann, das kann ich nach, er war 65, nach so vielen Jahren, er war früh pensioniert, das kann man mir nicht, von mir nicht verlangen. Dann habe ich gesagt, dann können Sie auch von mir nicht erhoffen, dass ich Ihnen helfen kann. Woraufhin die Frau sagte, das schafft er sowieso nie. Und dann habe ich die verabschiedet und nach einigen Tagen rief er mich an und sagte, ich werde es meiner Frau zeigen. Ich werde es schaffen. Dann habe ich ihn stationär aufgenommen. Dieser Entzug der Benzodiazepine ist nicht ganz unproblematisch, der kann eine Epilepsie machen. Habe die Schmerzmittel sofort entzogen, die Benzodiazepine überwochen. Und schließlich tauchte als Problem auf, dass er ein Held der Familie war, weil er diese Leiden alle so großartig ertragen hatte. Und es war ihm völlig unklar, wie er in das normale Leben zurückkehren sollte. Nunmehr, nachdem sich das alles als Irrtum herausgestellt hatte. Er hat es geschafft, schließlich. Ich habe ihn dann mal ein Wochenende nach Hause gelassen, ganz behutsam und so weiter. Er hat es geschafft. Er ist nie rückfällig geworden. Er hat massiv zugenommen. Er ist wieder tätig geworden.
Er hat keinen Schlaganfall mehr gehabt, er hat keine Schlafstörungen mehr gehabt und war mir ungeheuer dankbar, wollte immer unbedingt mit mir im Fernsehen erscheinen, um dieses zu dokumentieren, und ist viele, viele Jahre später gestorben. Wie würden Sie sich die optimale Förderung einer Neurologenlaufbahn, und zwar eines Neurologen mit wissenschaftlichen Ambitionen, vorstellen? Also ich würde dem Studenten raten, eine anspruchsvolle Doktorarbeit zu machen, sodass er ein Geschmäckle für wirkliche Forschung bekommt. Das gelingt den meisten Medizinstudenten nicht, aber ich würde ihm raten, einen jungen Doktorvater zu suchen, der die eigentlichen Schritte der Karriere noch vor sich hat. Weil die Identifikation und die Begeisterung dieses Jungen oft ansteckender ist als die eines Alternden. Vor allem ist die der Jungen ansteckender für die Jungen. Also es gibt also einen Mitnahmeeffekt der Leute gleichen oder ähnlichen Alters. Ich würde ihm empfehlen, also eine experimentelle Arbeit zu machen und das Studium für größere Teile dieser Doktorarbeit zu unterbrechen. Ich würde ihm dann empfehlen, in relativ frühen Stadien seiner medizinischen Tätigkeit auch im Ausland einmal zu erproben, wie ihm die rein praktische Medizin gefällt. Also das soll im Ausland erproben? Ja, unter Umständen im Ausland, weil das Ausland nicht so hierarchisch in der... Also hier kann es einem passieren, dass man als junger Mediziner zunächst mal zuschaut und dann darf man Krankengeschichten schreiben, dann darf man irgendwann mal Haken halten. Und es wird einem so auf jeder Stufe gezeigt, wie klein und wie unwissend und wie im Grunde genommen nur eine Last und so weiter das ist. Wir haben die Medizinalassistenten. Das finden Sie typisch für die deutsche Hochschule. Ja. Wir haben die Medizinalassistenten vom ersten Tag an eigene Patienten haben lassen. Allerdings unter sehr genauer Überwachung der Oberärzte. Die machten das aber auch für die Vollassistenten, die Überwachung. Und das hat denen sehr gut gefallen und die sehr begeistert, praktische Neurologie zu machen. Und so ist dann ein Konzept entstanden, das heute als LOM läuft. Dieses LOM, die leistungsorientierte Mittelverteilung, berücksichtigt Publikationen und Drittmittel, Publikationen nach Impact-Faktoren, sehr umstritten. Und das wurde dann sozusagen, dies und andere Gründe haben dafür gesprochen, dass ich zur Deutschen Forschungsgemeinschaft ging, weil das ein Instrument war, um diese Änderungen auf den Markt zu bringen. In welcher Funktion waren Sie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft? Erst als Senator und dann als Vizepräsident für die gesamte Medizin. Und die Entdeckung sozusagen der Schwächen des Systems waren: erstens, ich konnte keine Wissenschaft mehr machen, meine Mitarbeiter auch nicht. Also muss man eine geschicktere Arbeitsteilung einführen. Aber das kann nicht nur sozusagen die Vermehrung der Sklavenheere sein, sondern das muss eine Arbeitsteilung in voller Verantwortung sein, weil die Qualität der Forschung nur wirklich optimal funktioniert, wenn die Leute für sich selber schaffen und nicht für einen anderen. Also, wenn Sie so wollen, Departmentalisierung war das Stichwort. Die erste Wahrnehmung war eben, dass Schluss war mit meiner persönlichen wissenschaftlichen Arbeit, was ich mit einigem Entsetzen wahrgenommen habe. Die zweite Wahrnehmung war, dass es meinen Assistenten wegen der geringen Zahl zum Beispiel auch nicht möglich war, profunde Wissenschaft zu machen. Die dritte Entdeckung war, dass eben die Haushalte so karg bemessen sind, dass ohne Drittmittel ein solcher Organismus gar nicht laufen kann.
Aber es geht so, dass man zunächst einmal genuin begeistert sein muss von den Inhalten, die man finanziert sehen will. Einer, der nur nach Macht strebt, nach Terrainerweiterung strebt, der sozusagen aus ganz egozentrischen Motiven das macht, wirkt nicht überzeugend. Er muss von der Sache begeistert sein. Und das war ich, glaube ich, wirklich.